Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part, die Sims 4, mit den Erweiterungen an die Arbeit, ebenfalls das ja, Top-Dead-Ansage. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part, die Sims 4, mit den Erweiterungen oder beziehungsweise Resource-Packs, Outdoor-Leben und an die Arbeit. Ja, letzte Folge haben wir die einen Tag in der dem Arztberuf uns angesehen. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir alle Sims versorgen. Wir haben wieder ein bisschen Geld, aber noch nicht genug, um was auszugeben. Ja, jetzt schauen wir mal, wenn die nach Hause kommen. Und dann werden wir uns morgen, also Spiel morgen, die Wissenschaftlerkarriere ansehen. Kann sie bitte tun, was ich hier gesagt habe? Also die Sims wollen nicht immer unbedingt so, wie ich will, muss ich sagen. So, was soll sie denn machen? Ja, sie hat immer noch die keine besondere Aufgabe, die hier jetzt irgendwie, wo ich hier was erfüllen könnte. Sie auch nicht. Aber sie ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Kann sie jetzt was essen? Ja. Brownies sind nur okay. Gut. Du sollst jetzt nicht plaudern. Aufräumen. Aufräumen. Ein Gericht nehmen. Und dann versorgst du dich mal bitte. Auf geht's. Nicht plaudern. Machen. So, Paul ist nach Hause gekommen. Paul hat Hunger. Ist sie irgendwie zu blöd für alles? So, du nimmst jetzt bitte auch eine Brotstange und jetzt nicht umarmen. Du sollst dich jetzt einfach nur mit ihm unterhalten. Und wie war dein erster Arbeitstag? Hast du viel Geld verdient? Ich habe viel Geld verdient. Oh, ist mir egal. Also ich würde gerne ein Star werden im Polizeihimmel. Und du? Wie sieht's bei dir aus? Du bist doch jetzt Wissenschaftler. Da ist doch bestimmt immer alles sauber, oder? Oder was erfindet ihr da? Strahlendes Lächeln? Also Zahncreme? Oder macht ihr Musik mit Bongos? Also heute haben wir Bücher gelesen über Sport. Ich weiß auch nicht, was das mit Wissenschaft zu tun hat, aber das lerne ich bestimmt noch. Kannst du das lassen und dich da hinsetzen und mit ihr reden? Ich mag Elektroschocker. Damit kann man Sims ganz schön ärgern. Ihm steht aber sein Anzug, muss ich sagen. Hast du jetzt bitte auch was? So. Wir haben Computer in der Arbeit. Und Leute mit Brillen und Bärten. Was? Pleasy. Weaver. Genorphanai. Flib. Mein Job ist richtig anstrengend. Da gibt es Explosionen. Explosionen musst du dir vorstellen. Und Dinosaurier, die können wir rekonstruieren. Weil wir Wissenschaftler. Ich bin ein Wissenschaftler. Und ich bin zu blöd, mir was zu essen zu nehmen. Jetzt habe ich es geschafft. Das ist ja ein Ding. Ich werde jetzt gehen. Ich darf nicht, weil sie mir das Essen will. Okay, du darfst tanzen. So, du darfst, wenn du gegessen hast, pieseln. Und dann darfst du auch tanzen.
Du wirst jetzt hier mal ein bisschen wischen. Und dann wirst du dir nochmal eine Brotstange nehmen. Und dann darfst du einmal Macaroni mit Käse kochen. Yeah. So, wann kommt denn der nach Hause, wenn ich fragen darf? Oh, erst um Mitternacht, okay. Na, das dauert noch ein bisschen. So, die sind auch schon müde. Ich glaube, die packen mir dann gleich alle mal ins Bettchen. In der Nähe ist ein Feuer ausgebrochen. Vielleicht sollte dein Sim es löschen, bevor es außer Kontrolle gerät. Mia. Ja, oh je, okay. Der Mann muss ran. Ich kann es noch nicht löschen. Komm mal her. Du gehst hier hin. Und du gehst dahin. Kannst du das bitte löschen? Wissenschaftler, du musst was können. Echt, das brennt. Nein, dann können wir unser gesamtes Geld für den Herd ausgeben. Autschi. Boden putzen. Ausschalten. Na toll. Du kannst ja noch ein bisschen hier dir ein bisschen Spaß zurückholen. Und dann geht ihr alle ins Bettchen. Du hattest hier dein Bett. Das war ganz schön knapp. Hörst du gern Musik? Ich höre verdammt gern Musik. Ich spiele auch selber Musik und ich lese viel. Lesen ist wichtig. Ja, da hast du recht. Lesen ist wichtig. Du solltest viel lesen. Du siehst auch klug aus, muss ich sagen. Und auch wie jemand, der gut Musik spielen kann. Vielleicht kannst du mir mal was vortragen. Ich kann sogar ein Dinosaurier-Musikstück. Und ein Lama. Wie man merkt, ist freie Interpretation von Sprechblasen absolut mein Gebiet. Ich bin super. Und fesseln kann ich übrigens auch. Mit Handschellen. Okay. Lamas. Ich fessel Handschellen mit Lamas. Eigentlich andersrum. Gehst du jetzt ins Bett? Ja, das sollte ich tun bei dem, was ich für ein Bullshit labere. Okay. Ich bleib einfach hier stehen. Jetzt bin ich auf einmal angespannt wegen dem Feuer. Ich hüpf einfach auch in mein Bett. Da. So, und dann warten wir nur noch, bis der liebe Jay nach Hause kommt. Der darf dann aufs Klo gehen und dann darf er auch ins Bett. Da ist er schon. Jay wurde befördert und ist jetzt Kleinkrimineller. Er verdient jetzt 4 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 13 Simoleons pro Stunde ergibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 465! Ja! Oh mein Gott, juhu! Wir haben Geld bekommen! Endlich! Außerdem haben wir ein Spionageabzeichen bekommen. Unsere nächste Schicht beginnt morgen. Also heute, aber morgen. Ersetzen. Sehr schön, sehr schön. Ab ins Bett mit dir. Und dann gucken wir, was wir da bekommen haben. Da. Spionageabzeichen. Yeah. Cool. Ah ja, wenn wir Geld haben, 800, können wir mal schnell Tag machen. Und dann würde ich sagen, dass wir einfach schnell meine Tapete dahin klatschen
wo wir noch keine Tapete haben. Weil so ohne Tapete sieht es schon ziemlich doof aus, muss ich sagen. Also erstmal in den Eingangsbereich. Muss noch eine Tapete. Und auch ein Fußboden. So. So ist es besser. Und dann würde ich gerne... Zaun war zu teuer, ne? Oh, wir haben einen neuen Zaun. Was? Geländersystem, Industriequalität. Ist doch keine... Achso, ich habe das angeklickt. Der ist aber schick. Hört mir jedenfalls besser als... als diese anderen. Das wäre auch stylisch. haben wir irgendwas, was wir da oben machen könnten? Vielleicht auch den da. Sieht aus wie jemand... Sieht aus, als würde der was stützen. Eher nicht so, ne? Ich glaube, da fällt man immer noch drüber hinaus. Und das ist viel zu hoch und sieht total blöd aus. Ich habe eh noch nicht genug Geld, aber ich wollte einfach... Ups, das wollte ich nicht. Da wird der dann doch noch das Beste sein. Wenn der jetzt nicht sonderlich schick ist, aber... Er hält uns zumindest davon ab, runterzufallen. Blöd, dass wir jetzt schon kein Geld mehr haben. Wunderschön. Na gut, okay. Ich wollte nur mal schauen. Aber hier oben können wir auf jeden Fall noch Tapeten reinmachen. Wir haben neue Fußböden bekommen. Hier. Das sind halt vor allem mehr so, ich sag mal, Ladenböden. Sieht sogar ganz cool aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt in meinem Zimmer haben wollen würde. Aber es sieht doch ganz, ganz hübsch aus. So. Und da packen wir dann nochmal Holz hin. Ganz normales braunes Holz. So. Das gefällt mir doch dann ein bisschen besser. Oh. Deswegen kann ich das da wieder verkaufen. Kriege ich ziemlich viel Geld. Was hatte ich denn jetzt da? Ich bin so doof, ne? Da hatte ich diesen Gedöns da. Das sieht aber auch hübsch aus. Für ein Zimmer. Aber erstmal kommt hier wieder das Holz rein. Da wollte ich das gar nicht. Ich wollte das nur hier. Hier so dunklere. Schon ein bisschen doof aus, ne? Wenn wir doch mehr Geld hätten. Könnt ihr nicht schneller Geld verdienen? Mann, Mann, Mann. Einen Teppich könnten wir ja da reinbringen, aber ich finde die Teppich jetzt nicht sonderlich hübsch. Naja, was soll's. Okay. Jetzt haben wir noch 30 Simoleons. Das sieht richtig doof aus. Aber egal. 30 Monats kriegt man keine Tapete, oder? Zwölf. Okay, jetzt fehlen noch drei Wandbelege. Oh Mann. Okay. Warum bist denn du wach? Achso, habe ich dich aus deinem Bett geschmissen? Es tut mir leid. Schnell wieder rein. Okay, dann schlaft ihr mal schön. Ich hätte lieber einen Stuhl kaufen sollen. Naja. Okay.
Eieiei. Mir ist Arbeitstag beginnt in einer Stunde. Dann geh du mal aufs Klo. Dann wirst du dir ein Rührei nehmen. Und dann einfach nur Popmusik hören, dann bis du ein bisschen gute Laune kriegst. Bei ihm wollen wir heute mitkommen. Er hat auch Hunger. Dann geben wir ihm Würstchen mit Bohnen. Und dann darf er sich auch noch ein bisschen Musik anhören. Und sie, wer geht zuerst ins Bad? Sie. Dann stellst du dich schon mal dahin. Und du darfst noch ein bisschen schlafen. So. Alle schlecht gelaunt wegen dem Feuer noch. Die muss konzentriert sein. Er muss konzentriert sein. Gut, danach darfst du dann noch ein bisschen die Aktion überdenken. So. Du wirst jetzt Pipi machen. Danach darfst du dir auch noch was zu essen holen. Okay. Du, 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 du. Ach so. Mia darf alleine gehen, wenn sie gegessen hat. Okay, ab zur Arbeit, Mia. Hopp, hopp. Überdenk die Aktionen. Sie muss in 20 Minuten, sie muss sich unbedingt noch konzentrieren. Dann würde ich vorschlagen, vergiss das da und lässt sie daran. Sobald sie gegessen hat. Komm, ein Löffel noch. Alleine losschicken. Auf geht's. Überdenk die Aktion. Und du stehst jetzt mal auf, Böschchen, und wirst erstmal das da essen. Erziele unter der Dusche einen wissenschaftlichen Durchbruch. Oh, super. Heureka, Pausa Puri hat eine Idee für einen Momentum-Konservator aufgeschrieben und damit seinen ersten Durchbruch erzielt. Klicke auf den Notizbuch-Button oben im Telefonmenü und erfahre mehr darüber. Das machen wir, sobald wir Jay was zu essen gegeben haben. Zuhören Popmusik. Im Telefonbuch. Notizbuch. Ah, da. Okay, und den können wir jetzt machen, alles klar. Wenn wir dann arbeiten gehen. In 2 Stunden. Und wir sind... Was war das für ein Geräusch? Okay. Ich weiß nicht, was dieses Dünn gerade war. Nee, nicht das. Das da. Muss ein bisschen Spaß haben. Funktioniert das auch? Ja. Okay, sie geht jetzt arbeiten. Sie ist aber zu angespannt. Wegen dem blöden Feuer. Oh. Schade. Trotzdem soll sie fleißig arbeiten. So, was muss er machen? Gemeine Aktion, aber er hat heute eh frei. Also ist mir das egal. Dam, 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 dam. Er kann jetzt das da machen. Dann kann er aufräumen. Was hat er gerade? Du kannst das da aufräumen. Und danach kannst du gerne ein Spiel spielen.
Wann geht's los? Um 10. Oh, in einer halben Stunde, alles klar. Spielst du noch dreimal ein Spiel und dann geht's los. So, und du darfst jetzt auch wieder fleißig arbeiten. Er geht noch duschen, räumt auf und dann kann er machen, was er möchte. Wir werden jetzt gleich mit ihm mit in die Arbeit gehen. In die Wissenschaftskarriere. Ich mache ganz kurz, dass ich vorher nochmal abspeichere. Nur zur Sicherheit, damit unser Spielstand immer parat ist. Und los geht's! Paul sollte sich sein gutes, altes Notizbuch schnappen und zum Labor gehen. Vielleicht ist heute der Tag für einen großen Durchbruch. Gehst du mit ihm zur Arbeit? Ja, machen wir. Dum, 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 dum. Tägliches Experimentieren. Willkommen bei Future Sim Labs. Ach, ich kann Englisch wie ein Gott, echt. Du wirst damit beschäftigt sein, zahlreiche grundlegende Experimente durchzuführen, sowie an neuen Technologien zu forschen und vielleicht sogar mit außerirdischem Leben in Kontakt treten. Es ist dein Job, hochentwickelte wissenschaftliche Ausrüstung zu nutzen, um Gutes zu bewirken. Das hoffen wir zumindest. Na, nun ja, willkommen an Bord. Okay. So, und bevor es jetzt losgeht mit der Wissenschaftskarriere, werde ich den Part beenden, gemein wie ich bin. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in dem Alltag des Wissenschaftlers. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.